Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem OKA Gaming Kanal. Und wir machen heute eine Challenge, nämlich werden wir untereinander unsere Accounts vorstellen und bewerten, nämlich wie viel ist dein Account wert. Dann wünsche ich mir euch noch viel Spaß. Wir starten jetzt der Reihenfolge nach rein, jeder darf jetzt seinen Account vorstellen und die anderen müssen jeweils sagen, wie viel der Account für sie wert ist. Auf geht's, Michelle, du startest rein. Mein Account, ich habe 54 Brawler von 57 und es fehlen mir drei Legendäre, nämlich Spike, Crow und Sandy. Oh, okay, das ist schon mal sehr kritisch. Weiß ich nicht so. Ja, ansonsten habe ich eigentlich alle Brawler und ich habe auch schon sehr viele Gadgets und Star Powers, aber noch nicht alle. Ja, ist kritisch, ne? Ist ein bisschen kritisch. Und ich habe zwei Brawler auf Rang 25, das sind meine höchsten Brawler. Und einen auf Rang 24 und die anderen sind halt noch nicht so hoch gepusht, ja. Und ich habe 10.000 Trophäen. Ich kann auch was sagen. Ich habe sehr tolle Skins. Also ich habe für Bo ein paar Skins. Der ist low. Ich habe die, das und dort. Nein, die sind cool. Dann noch irgendwas Gutes auch? Den habe ich noch. Ja, okay. Ja, der ist ganz cool. Ja. Zombie-Baby. Piper-Skin. Der ist cool, finde ich. Der ist cool. Ich habe auch noch zwei B-Skins. Ja, auch krass, oder? Okay, der ist auch cool. Ich möchte noch einen Skin zeigen. Oh, das ist mein Lieblingsskin. Ja, Shiba Nita, aber ich habe ja noch Shiba Inu. Ja. Okay. Sehr cool. Ah, warte, ich hab noch was. Guck mal, ich hab auch Leon-Skins, ganz viele. Okay, wenn wir anfangen mit den Geboten, wie viel, eine Einschätzung, wie viel Account wert ist. Ganz wichtig, Account verkaufen ist natürlich übrigens verboten, ne? Das ist nur eine Einschätzung, wie viel er uns halt wert wäre. Also, allein nur wegen den Skins her würde ich hätte so 150 Euro gesagt. Oh, okay. Erste Gebot oder erste Einschätzung schon 150. Zempa, was sagst du? Schwierig. Ich würde auf jeden Fall sagen, ja, unter 150, so 100 bis 150. Du musst dich auf eine Summe festlegen. Na, dann sage ich 100. Okay, 100. Okay. Also ich finde, der Account ist ein bisschen mehr wert. Ich sag 250. Okay. Damit kommt Michelle insgesamt auf einen Wert von 500 Euro. Ich würde sagen, als nächstes ist Zimper dran. Auf geht's. Also keine Ahnung, ich kann zu meinem Account nicht viel sagen. Ich habe alle Brawler vom vorigen Battle Pass. Ja, also bei mir ist eigentlich, denke ich mal, so ein Durchschnitts-Account. Alle Brawler vom vorigen Battle Pass. Ja, was fehlt denn noch? 20. Was fehlt denn noch? Das ist interessant. Zeig mal. Na, die beiden neuen. Bonnie und Jenny. Ach lol, du hast alle legendären. Okay, das ist schon mal ganz gut auf jeden Fall. Ja. Und sonst alle auf Rang 20. Power Level, so Power 7, Power 9. Auch, oh, Power 11 auch 3, okay. Ja, mach mal Power Trophäen. Alle mindestens auf 7. Trophäen habe ich nicht so viel, weil ich halt immer gucke, dass ich so wenig wie möglich verliere. Ja, geh mal hoch. Oh, hast du schon mal einen Rang 25er gepusht? Nee, noch gar nicht. Krasse. Geh mal auf dein gesamtes Profil, also dein normales Profil, so von den Trophäen und so. Profil gehe, ja, dann habe ich 7. Also die meisten Trophäen waren auf jeden Fall 27.500. Und ja, deshalb bin ich auch bei 27.500, weil ich ja nicht so viel verlieren kann. Okay, also ist auf jeden Fall, würde ich sagen, solider Account so. Ja, Solo-Liga, Team-Liga spiele ich nie. Und sonst sind die meisten Siege 3 bis 2. Hat noch einer Fragen von euch zum Account? Er sieht sehr cursed aus. Okay, gut, dann leg mal los schon. Warum? Weil alle Brawler gefühlt gleich hoch gepusht sind. Er sieht absolut cursed aus. Ist nicht normal. Das ist nicht sinnvoll. Ich kann doch dadurch keine Pokale verlieren. Ja, eben. Ja, dann kriegst du auch keine Star-Punkte. Okay, Sean, gib du mal als erstes den Tipp. Hallo, ich hab noch meine Skins hier, also bitte. Oh mein Gott, stimmt, ich hab's vergessen. Mal bitte. Zeig euch einen einzigen Skin, mein Lieblingsskin. Wir wollen ja nicht übertreiben wie bei Michelle. Und das ist der von Leon. Hast du noch ein paar andere? Hast du viele Skins auf dem Account? Nee, gar nicht. Mich interessiert das. Okay, ja. Dann gehen wir mal schauen. Ja, wir haben bei Michelles Account 150 Euro gesagt, so. Ja. Dann wären das hier 20 Euro. Nein, Spaß. Was? Nein, Spaß, shit. Das wären so 225. Okay, 225 haben wir, okay. Dann Michelle. Ja, boah, ich gar keine Ahnung. Also du hast nicht viele Skins, es gibt wieder ein bisschen Geldabzug, aber du hast dafür halt, du hast aber dafür alle legendären und du bist auch höher gepusht als ich. Ja, ich würde auch so sagen, so 150 Euro. Okay, das ist ein niedriger Tipp vergleichsmäßig. Ich bin irgendwie mal die ganze Zeit am höchsten, aber ich überlege halt auch was, also 5 legendäre zu kriegen ist echt nicht leicht und 30k finde ich auch ganz ordentlich, aber du hast dafür keinen Rang 25er, aber... Ja, das ist irgendwie krass. Und nicht so viele Skins. Sehr viel Potenzial. Also stimmt, auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, der ist ein bisschen mehr wert, der ist ein 325, gebe ich. 700, okay, du bist also 200 Euro über mir gestellt, aber nicht viel mehr, okay, krass. Also, ich möchte nur so gesagt haben, ich habe den gesamten Trophäenpfad durchgepusht. Oha. Also, erstmal möchte ich euch hier über mein Profil hier mehr zeigen. Ich habe im Gegensatz zu euch beiden
Power League gespielt. Das ist aber schlecht, oder? Ja. Ich habe zweimal in 10-16. Bei dem dritten habe ich halt nicht in 10-16, weil dieser Modus gefühlt nie wieder mehr reinkam oder rausgenommen wurde und es halt im Profil bleibt. Ich habe Club League Master, ich habe alle Wins. Ich habe 22.150 3 vs. 3 Wins, wo man bei sowas halt auch anschaut. Und ja, mein Level ist auch relativ hoch. Meine Brawler wollt ihr sehen. Oha, okay, gut. 1270 ja, mit Bonnie und auch einigen anderen ziemlich hoch, okay. Also ich glaube, wahrscheinlich habe ich mit einem Brawler einfach gefühlt mehr Trophäen wie Zimper insgesamt. Oh, okay. Und ich habe sehr viele Power-Elver. Hast du noch einen 35er? Noch Ems, oder? Es waren ich habe Ems und Fang. Bonnie auch noch. Krass, also drei. Welche Skins hast du denn so? Hast du einige? Archwin? Also oder ich habe viele Skins. Ich habe sehr viele Skins. Habe ich okay. Superfan Ems, den Stu-Skin. Rico habe ich noch gar nicht... Ups, habe ich noch gar nicht viel gekauft. Ich feiere den Skin mit am meisten, den Baby-Skin. Ich habe hier die zwei B-Skins. Mortis-Skins habe ich. Zeig mal deine Leon-Skins. Meine Leon-Skins. Ja, da sagst du nichts, ne? Da sagst du nichts. Zeig mal dein Power-Level. Ah, ja, was hast du... Hast du die meisten so Power 11? Ich habe 1, 2, 3, 9. Ja, ich habe ein paar Power 11. Power 10, okay, weiter runter auch. Ich habe viele Power 10. Okay, ja, das ist schon cool mit so 50.000. Gut, dann würde ich schon fast, ich würde einfach mal sagen, eigentlich. Platz 11 Deutschland. 1000. Okay, erst gut 1000. Wenn nicht sogar mehr. Okay, Michelle, was zweites? Boah, ich weiß es gar nicht, ehrlich. Ja, das ist echt sehr schwer einzuschätzen. Also, das ist schon teuer auf jeden Fall. Ja. Aber 1000 Euro, ich würde sagen so 100 Euro, 850 Euro so. Okay, also 800. Boah, das muss ich noch abgeben. Also, ich habe euch 250 und 325 gesagt. Boah, ich will jetzt nicht zu übertreiben. Was? Ich sage, das sind 1500. Geh richtig hoch. Okay, 3300 damit für Sean. Glückwunsch. Okay, du bist auf jeden Fall auf Platz 1 bisher. Ich bin meine besten Trophäen sind 40.000 genau. Das ist eine sehr schöne Zahl. Ich weiß, ob ich Robo Rumble nur Neville normal. Hä? Das haben die mir zurückgesetzt, scheinbar, als sie das geändert haben. Das ist asozial. Auf die restlichen Sets wollen wir nicht eingehen, die sind uninteressant. Weiter. So, Trophäenmeister. Das sind eine Gang 30er auf jeden Fall, wie ihr seht. So 10 Stück, glaube ich. Und da. Das ist mein einziger Gang 35er. Das ist Mr. P. Der ist Rang 35, das ist sehr gut. Dann habe ich noch einen auf Rang 25. Ich habe eigentlich auch so ziemlich alle auf Rang 25, mindestens. Ah, ich habe 117.000 Star-Punkte, das ist auch sehr wichtig. Ich habe Landi in der Freundesliste und Sean. Ich habe YouTuber in der Freundesliste. Ich habe Pookie. Ja, ich habe alle YouTuber auch in der Freundesliste. Kevin habe ich auch, soweit ich weiß. Das ist bestimmt auch nochmal einiges wert, oder? Ja. So, dann habe ich auch... Also ich habe eigentlich... Also ich glaube, ich habe wirklich so gut wie jeden Skin. Das muss man wirklich sagen. Es gibt so... 150 Skins, glaube ich, die man sich kaufen kann. Also aus die Gold- und Silber-Skins. Die habe ich eigentlich so ziemlich alle. Ne, hier auch. Oder hier bei Bow ist auch so viel. Da. So, schaut. Achtung. Hier. Das beweist, wie viele Skins ich habe. Den hier, den hier, den hier, den hier, den hier, den hier und den hier. Wie eigentlich alle Skins. Okay, bitteschön. Wie viel bietet ihr mir für meinen Account? Für den Skin-Liebhaber bestimmt nice. Ja, sich auch so. Aber ich find, du hast deinen Account ganz schön runtergewertet, indem du so ein No-Name hast. Der Name ist doch kackegal. Also, als ob der alles am Namen hängt. Nee. Ist für einen Fünfer, änderst du den? Ja, ich finde halt, außer die Skins ist der Account nicht besonders. Das sagst genau du, Zimper. Das kommt aus deinem Mund. Unglaublich. Ja, hä? Was ist groß anders an dem als an meinem? Außer die Skins. Ja, Rang 30, Rang 26. Rang 30, Rang 35, 40.000er Rekord. Hast du jemals Rang 23 gesehen? Ja, ist echt so. Du hast nicht mal einen 25er. Ich hab 10 Rang 30er. Ja, das ist halt nur mein Smurf-Account, den ich euch zeige. Ach so. Na, Sean, hau du mal raus. Wir brauchen Expertise. Also, ja gut. Solo Power League würde mich jetzt auch ein bisschen nerven. Nicht einmal angefasst. Ein Power League ist okay. Ich finde halt, die Power L war wichtig für bestimmte Dinge, die man mit dem Account anfangen hätte können. Aber ich würde sagen, 375, Jonas. Ich drop 500, weil das Ding hat ja fast alle Skins. Ja, danke. Ey, für alle Skins. Ich safe. Michelle, was sagst du? Also, wenn wir dein Profil mal strategisch durchgehen, muss ich sagen, ja, okay, Trophäen sind in Ordnung. Geht aber ja auch krasser, aber ja... schaut ein bisschen besser. Die Skins sind halt aber echt extrem bei dir, weil du ja fast jeden Skin hast. Ich auch so, ja. Ja, Sean war sich so siegessicher, also sag ich, dein Account ist 5.000 Euro wert, den gewinnt Sean nicht. Leute, dann würde ich sagen, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, schreibt gerne mal in den Chat oder in die Kommentare, ob wir sowas nochmal machen sollen. Wir können auch mal YouTuber zum Beispiel bewerten, genau. Und lasst gerne ein Abo da für weitere Oka-Videos und schaut noch mal Abstand vorbei, da sind noch weitere Videos verlinkt. Schreibt gerne in die Kommentare, wie viel euer Account wert ist.